So, wir haben sie eskortiert. Wir waren gut. Schon fertig? Nee, ach so, ich dachte, das wäre hier die Stadt, wo wir hin müssen. Naja, gut. Nee, ich meine nicht. Ja, das Gemeine ist an der Sache, dass mir Nine tatsächlich sogar noch Bescheid gesagt hat über Twitter, was ich ziemlich cool finde. Also an der Stelle auf jeden Fall danke nochmal. Leider habe ich es tatsächlich nicht geschafft, innerhalb dieser einen Woche kostenlose Sachen abzuholen. Das ist so, eigentlich so bescheuert, wenn ich das so überlege. Macht und Tja. Ruhm. Tja. Wieso müssen wir jeden einzelnen Gegner besiegen? Lauf doch einfach vorbei. Was ist denn los? Tja, so ist das mit NPCs. Aber wie? Seid ihr verwirrt? Süß. Oh ja, nehmt was ihr könnt. Wir gehen jetzt heim. Oh, wir sind also doch da. So, was ist jetzt unser Loot? Kiste? Achso, die bringen jetzt sonst Kisten oder was? Ja, super, danke. Nee, erstmal werden sie noch ein bisschen angegriffen. Bereit für mehr. Hä? Ich dachte, es ist vorbei. Was ist denn los? Sind sie denn da hinten? Keine Ahnung. Ah, hier ist, glaube ich, eine Kiste, oder? Was ist eine Kiste? Ich weiß nicht. Veteran-Golem-Typ. Was auch immer. Ja, ach so, ah. Wir sind hergekommen, haben die Kisten genommen und müssen jetzt zurück. Genau. Ah, ja. Das ergibt Sinn. Ich weiß gar nicht, kann ich in der Zwischenzeit zum Edel. Wir werden erstmal die, hier die Skrit eskortieren und dann. Hi, du läufst falsch. Echt? So. Na gut, dann habe ich wenigstens jemandem geholfen. Au! Ich wurde getroffen und verlangsamt. Voll gemein. Tja. Doch, ich bin doch richtig gelaufen. Da war nur ein Gegner, den sie anvisiert haben. Jetzt habe ich sie alle getriggert. Flink und sicher. Ach, ja. Ich habe Blut gesehen. Ups. Ein blutsteinverrückte Bestie ist erschienen. Nicht schlecht. Okay. Das hört sich irgendwie nach einem seltenen Mob an. Wo genau? Nördlich. Ach, sehr weit nördlich, ich sehe Du schon. siehst ja da, ja, du siehst ja das Symbol. Also ich würde sagen, wir eskortieren die zu Ende und dann. Das ist bestimmt so ein World Boss. Ja, oder Weißt du noch? der ist halt im Schatten. Fog of War. Wie im Schatten? Ja, ein Teil der Karte, den man nicht sieht. Fog of War, der Begriff müsste doch bekannt sein, oder nicht? Ja. Ich hätte auch Schatten verstanden, das ist nicht. Ja, du gerade hast du gesagt, hä, Schatten? Ja, aber ich ihn auf der Karte gesucht habe. Ist gut. So. Sag das doch. Ach, du bist das mit diesem Feuerkegel-Dingsbums. Ja. Würde ich cool bin. Tja, Magier eben, ne? Ich bin Speedy Ich werde besser Gonzales. und besser. Yay! Stufenaufstieg? Schon wieder? Nee. Tatsache. Hä? Was hast du denn gemacht? Oh, Nichts? du hast so einen Teil genommen, ne? Du warst vor mir! Hey. Cheater! Du warst vor mir! Ja, das werde ich auch bleiben. Oh, ich habe mich unsichtbar gemacht! Okay. Ich bin OP! Oh, okay. Das hat nicht wirklich lange angehalten. Nee. Passt nicht, brauch ich nicht. So, Oh, 8 das ist mein Heldenpunkte Warte. und Währungsumtausch. Oh, Ah! pass auf. Wusstet ihr schon, dass ihr Gold gegen Edelsteine oder Was umgekehrt hier? tauschen könnt? Was? Mit 27 kann man Geld tauschen. Oha. Bitte schubst mich nicht weg. Endvorgang.
nicht in Questur Lebensformen gefunden. Ich muss Wechsel das jetzt, ich muss das haben jetzt. Wo war das? Ich hatte noch welche. Ich weiß ganz genau, ich hatte noch welche. Geht ja gar nicht. Ich werde hier auf jeden Fall voll den Kampf vernachlässigen, einfach nur. Weil ich nicht mehr weiß, wo es ist. Nein! Im Geschwurbel halt, ja. Verdammt, wie heißt denn das nochmal? Ich habe noch eins, also du brauchst gar nicht versuchen, mich da hinzuholen. Ist mir egal. Ich will wissen, wie das heißt. Gold? Nein, sag mal nochmal, wie heißt denn das nochmal? Warte, ich guck Sims. Mal. Da, ich hab's. Foliant des Wissens. Schweinerei hier. Ich sag dir, sobald du Stufe 28 vor mir erreichst, setz dich ein. Verdammt. Was? Zeros gemein. Ah, siehst du, das hätte ich mal früher wissen sollen. Verdammt. Aber danke, Siren. Danke, 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 danke. Im Fog of War im Schatten. Was im Geschwurbel halt. Ja, das ist auch eine schöne Bezeichnung. Das gefällt mir auch. So. So, das kann ich. Jetzt willst du gehen Norden Richtung Boss. Der ist aber auf jeden Fall eine Ecke entfernt. Mit einem freien Aufwertungsplatz. Habe ich sowas? Das war ein Schluck auf, sorry. So, ich hole mir jetzt hier erstmal die Wegmarke. Und so dann kannst du entscheiden, was du haben möchtest, was du machen möchtest. Bereit für mehr. Ja, okay, das mit der Rüstung, das muss ich mir wieder irgendwann andermal angucken. Verdammt. So, Währungstausch, ach so. Cool. Und ich kann mir eine Axt aussuchen, na toll. Ich will aber keine Axt haben. Wie, ach so, der Währungstausch. So, also. Damit kaufe ich mir, glaube ich, ein Gold. 400 Edelsteine, 135 Gold. Okay. Ja, sowas ist teuer. Aktionen, warte. Verdammt. Also ich schätze mal, dass kostenlose ist natürlich schon vorher weg. Ich hab's versucht. Individueller Betrag. Ich darf in diesem Shop nicht gucken, weil ich bin da ganz anfällig für was zu kaufen. Also ich könnte mir 5 Edelsteine mit meinen 2,6 Gold kaufen. Okay. Wieso nicht? So. Was kann ich denn mit 5 Edelsteinen holen? Modeartikel. Ja, die kosten alle 500 und so ein Kram. Mit 5 komme ich, glaube ich, nicht weit. Nö. Selbst die Sonnenbrille kostet 150. Ja, das sind die Pilotensonnenbrille. Wie würde das... Oh, ich will die haben! Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. So. Individueller Betrag, 150 Edelsteine. Wie viel Gold bräuchte ich? Ich brauche 390 Gold. Achso, nee, das ist 1100. Ha, ha, ha. 51 Gold brauche ich. Und dann kann ich mir eine Sonnenbrille kaufen. Geil. Eine Sonnenbrille? Cool. Nee, so eine Pilotensonnenbrille. So, hast du die Wegmarke? Ja. Also willst du jetzt Richtung Boss? Oder ist schon weg? Ja, ich denke, das war wirklich ein Weltboss und wenn es einer war, dann ist er schnell weg.
Schade. Ja, gut. Wenn wir hier weitergehen, müssten wir am Tunnel rauskommen und können links zum Panorama. Ja, ist jetzt die Frage, wollen wir... Ja doch, ich weiß nicht, wie groß das Gebiet ist. Ach egal, im Endeffekt ist ja wurscht, wo wir lang gehen, weil theoretisch sind wir eh schon wieder viel zu gut für dieses Gebiet. Ja. Nur mal so am Rande bemerkt. Wir können auch zu den Viereckschanzen zum Hain und dann von da aus hochgehen. Egal, wir können doch hier jetzt hochgehen. Ich meine, wir sind ja schon mal hier. Nein, ich meine, mit das Gebiet ist jetzt eigentlich schon viel zu klein, weil es ja von 15 bis 25 ist, wir jetzt aber schon 27 sind. Ja, wir werden ja runtergeskillt. Ja, aber das ist doch voll lame, wenn wir jetzt die ganzen kleinen Gebiete machen. Nimm das. Weißt du, was ich meine? Willst du etwa ins nächste Gebiet oder was? Ja, natürlich. So mache ich das im WoW nur. Wenn ich für das eine Gebiet zu klein bin, gehe ich ins nächste. Ja, wir erforschen doch die Gebiete. Es geht doch hier gucken. Aber. Ich gucke. Schrotthaufen. Yay. Kommt man gar nicht hin. Nö. Also vielleicht schon. Ja, kommt man hin. Mii. Das ist ein komischer Sound. Das sieht voll schön aus. Ich mag das Gebiet ja schon ziemlich gerne, ne? Ach ja. Ich meine, wir können natürlich jetzt einfach durchrushen bis 80. Wenn es dir Spaß macht. Natürlich macht mir das Spaß. Du bist doch derjenige, der immer ganz schnell alles machen muss. Weil ich mein Leben nicht damit verschwenden möchte, nichts zu tun. Siehst du? Ja, aber dafür, selbst wenn du jetzt rushen würdest, ne, wenn du sagst, okay, ich bin überlevelt, ich gehe ins nächste Gebiet, ich würde dich trotzdem einholen. Ist mir egal. Und irgendwann hole ich dich immer wieder ein. Das heißt, ich werde mehr von der Welt sehen und gleichzeitig schneller sein. Nein. Doch. Nein. Doch. Einfach nein. Akzeptiere mein Nein. So. Zero ist gemein zu mir. Immer noch. Oh, Heldenpunkt. Hm. Aber da kommen wir nicht hin, ne? Mach mal Räuberleiter. Ja, ja, mach ich. Kannst du sie benutzen? Hallo. Ja, komm, lass uns dann da hinten zum Aussichtspunkt gucken, ob wir da überhaupt hinkommen können. Ah, doch. Oh, Champignons. Ach, ich hab Essen gefunden. Eine unsichtbare Mauer. Habe ich in Guild Wars ehrlich gesagt nicht erwartet. Ja, vor so einem Wasserfall ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Die wollen einfach nur nicht, dass man runterspringt und sich eine Abkürzung schafft. Nein, die wollen einfach nur nicht, dass so Leute wie wir uns aus Versehen selbst töten. Weißt du, weil wir einfach überall rumspringen müssen. Zerfetzt. Wieso stand er mich? Tja, Valaska. So kommen wir aber nicht zum... Oh Gott. Hm. Wir kommen nicht mehr zurück, wenn wir da runterspringen. Na doch, über die Wegmarke. Ich würde ehrlich gesagt in diese Oase gerne hingehen. Hier, Zero hat immer noch seinen Zauberstab. Ja. Yeah. Ob wir von hier aus zur Oase wenn kommen? Sie's. Es hat seine Vorteile, die Welt genau zu erkunden. Holz. Bereit für mehr. Holz, Holz, Holz. Hey Johnny. Herzlich willkommen Johnny. In unserem Streamabend. Hoffentlich können wir jetzt hier runterspringen. Wenigstens. Ich will irgendwo runterspringen. Ja, ihr seht schon, also Zero möchte sich gern umbringen. Weißt du, aber ist denn böse mit mir, wenn ich das gerne machen möchte? Oh, hier ist gerade ein Boss gespawnt. Geronimo! Wir sind die Ersten!
Meinst du, wir schaffen die zu zweit? Ich verkacke ja schon die beiden hier. So. Keine Ahnung. Das kann ich dir nicht sagen, aber die haben auch Ads noch nebenbei, ne? Es könnte schwierig werden. Ja, vor allem spawnen die Gegner auch neu oder alles, ne? Weil wir können ja erstmal nach dem Panorama gucken, wo der ist. Der ist über uns. Das ist eine Truhe. Truhe. Also da direkt daneben. Das glitzernde Zeug, Leute. Ja. Okay, pass auf, ich locke diesen Typen hier an, ohne dass der Boss kommt. Guck mal, okay, der Boss kommt. Alles gut. Ich hab den Boss schon umgelockt. Ja, nice. Guck, jetzt haben wir sogar noch Verstärkung. Ist doch cool, so muss das sein. Ein Lapis-Nugget war bei mir in der Truhe. Na cool. Ich schluck euch ohne zu kauen. Oh, warte. Ich muss mal jemanden wiederbeleben. Ich bin ja nett. Er ist tot. Lass ihn in Ruhe. Gar nicht. Ja, genau, genau. Zeros Lieblingsaussage. Er ist tot. Lass ihn. Lass ihn liegen. Lass ihn liegen. Er ist tot. Ihr schmeckt ja schrecklich. Ach ja. So, warte mal. Wie war das? So oh. Groß, ne? Ich bin tot. Ja, ich habe hier viele Fähigkeiten. Viel dazu. Werft Blitze auf eure Gegner. Ja, aber das ist... Das siehst du? Ich kann mich ja nicht wiederbeleben. Das würde sich halt in der Nachrichtssonne. Irgendwann hast du. Ja, aber irgendwann hast du schon die Möglichkeit, irgendwie sich so ein bisschen wiederzubeleben. Immerhin, meine 6 hat nicht funktioniert. Steht schon wieder da. Ich wollte mich heilen, jetzt ist umgefallen. Ja. Verwüstetes, abgenutztes Kettenwarms. Kann ich wahrscheinlich nicht tragen. Nein. Schwere Rüstung, geil. Ein verzierter Beutel. Und da drinnen ist ein verwüsteter Magien. Magiekundigen Überwurf von Ratasum. Oh. Ziemlich wieder wie mein Dankgesang. Danke, sagt sie. Natürlich. Er ist umgefallen. Ich habe coole Sachen gefunden. Ja, und ich habe ihn wiederbelebt. Ich habe neue Schultern bekommen. Ja, ich habe auch gerade voll viele Sachen. Holy. Aber redet nicht, macht nichts. Ja, er? Oder was? Ja, sie, was auch immer. Sie hat Luftküsse gemacht. Ach so, ja gut. Was? Verzierter Beutel. Mein Skyrim Let's Play, mein altes, uraltes. Hm? Mein uraltes Skyrim Let's Play. Schaut sich gerade der Johnny an. Ja, und Chicken Nugget hätte ich jetzt auch gerne. Ach, ich muss sagen, eigentlich wollte ich ja selber Skyrim spielen. Aber ich komme einfach nicht dazu. Zeichen der Stabilität. Doppelklick, um dies auf einen Gegenstand mit einem freien Aufwertungsblock anzuwenden. Oh, cool, nicht sowas. Leicht, Kopfrüstung. Nein! Willst du das haben? Was? Das, was ich gerade in Chat gepostet habe. Ja. Gut. Gerne. So, wo sind meine alten Schultern? So, bitteschön. Ich bin maskiert. Okay. So. Ja, jetzt ist es tatsächlich schlechter geworden als das, was ich gerade in meinem Inventar gefunden habe. Ja, ich habe leider nur den Anfang gespielt, Johnny. Von Oh Gott, jetzt komme ich mit diesem ganzen Namen und Spielnamen durcheinander. Ich kann nicht mehr reden heute, Leute. Es tut mir leid. Ach. So. Wir wollten, genau, stimmen, wir wollten das Panorama erkunden. So, guck mich an! Niemand wird mich erkennen. Ich kann jetzt fröhlich streamen. Sehr hübsch. Eine goldene Maske.
Ja. Man würde niemals denken, dass es Zero sein könnte. Genau. Wir müssen leider da auf die mittlere Plattform des Wasserfalls. Das heißt, wir hätten eigentlich nicht ganz runterspringen müssen. Ach, da. Wir haben jetzt natürlich auch keine Schnellreise da oben geholt, ne? Ne, wenn es das überhaupt gab. Ja, in der Nähe nicht unbedingt, aber fast. Kann man nicht hochspringen? Naja, da hinten gab es das. Oh. Wegmarke. Bin ich ein Profi? Bin ich ein Profi? Wo bist du? Komm schon. Komm schon. Ja. Noch ein kleines Stückchen. Nein. So, hier hochbacken und so, ne? Ja, ja. Ich bin der Hochbackmeister. Ja. Gucken, vielleicht bin ich besser als du. Nein! Ich bin so nah dran. Guck's dir an. Und dein Wolf steht da oben und denkt sich, ne? Was wollt ihr denn? Das ist doch ganz einfach, ne? Ja, ja. Verdammt, ich komm da auch nicht hoch. Doch. Nein. Es wirkt nur so. Ja, man denkt so, ah, dieses kleine Ministück noch. Ja, komm, können wir vergessen. Nein, ich geb nicht auf. Verdammt. Okay, ich geb doch auf. Schade, aber es hätte klappen können. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja, also Zero mag auch gerne sterben. Tschüss. Ja. Oh Gott. Wuhu! Ich töte es ja auf einmal. Ja, und ich bin tot. Toll. Ich habe mich aufgerappelt. Ja. Tschüss. Siehst du, von wegen. Also ihr seht, Zero kann das doch. Ich sollte ja auch nur an die Oberfläche schwimmen. Achso. Wo bist du denn schon wieder hin? Ich fliehe. Wollen wir nicht irgendwie lieber die Wegmarke benutzen und nach oben zu dem Aussichtspunkt? Welche Wegmarke? Wegmarke Tunnel oder was? Ja. Ja, ich bin auch mitten im Kampf gerade. Ja, okay. ja. Ja, stimmt. Das Innere Let's Play, das habe ich sogar teilweise geguckt. Teilweise, hört ihr das? So sehr lieb zu mich. Teilweise. Weißt du, Mick hat der Richtige, der niemals irgendwas von mir geguckt hat. Außer vielleicht einer Folge. Ja, weil du Sims spielst. Also nur Sims. Wenn du jetzt Dark Souls spielen würdest, ich würde jede einzelne Folge gucken. Jede einzelne. Aber nur, weil damit du lachen kannst, gibst du zu. Ja. Was ist so? Das würdest du gar nicht aushalten. Du würdest vielleicht 20 Minuten spielen und dann denken, na. Ja, so wie ich jetzt ich das erste Mal angespielt habe. Ich habe es mir ja irgendwie vor Ewigkeiten gekauft, angespielt und gedacht, nö. Ja, logisch. So, wie kommen wir jetzt dahin? Achso, einfach hier hochlaufen. Gute Frage, ich weiß nicht, wo du bist. Ach, das ist meine kleine Figur, die wir... Aha. Ich dachte, du bist das hinter mir, das ist meine kleine Figur. Nein. Ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal irgendwann schon. So, okay, was macht man hier? Ein Heldenpunkt. Hä? Was sollen wir jetzt da machen? Nimm eine Probe, ja. Ihr habt bereits eine Probe von Skidburger Spezial in der Hand. Ihr solltet es trinken, bevor es sauer wird. Und wie? Gut. Na, mit Rechtsklick und verwenden. Dann bekommst du, glaube ich, einen Heldenpunkt. Wie Rechtsklick und verwenden? Na, du hast doch im Inventar, da hast du die Probe drin. Nein, ach so. Ach. Ah. Das ist meine Waffe. Ich hab gedacht, die Waffe ist dieser Krug. Ja. Hey, wieso war? Was war denn das? Ich weiß nicht. Jetzt muss ich da wieder hinlaufen. Hier ist zu. Ja, die haben gerade irgendwie. König wird bestimmt. Deswegen wurden wir rausteleportiert. Habe ich immer noch in meinem Inventar? Wie sieht das aus? Keine Ahnung, es ist eine Art Krug halt. Ich weiß nicht mehr, wie das aussieht. Mann, mein Inventar ist vollgeschissen. Oh, danke, Johnny. Das ist cool. Siehst du, sowas hätte ich gern, ne? Also, wir sind seine Lieblings-YouTuber. Oh. Ich finde das cool. Sieht aus wie ein Krug. Ach, da.
Ja. Und die Katze sitzt da hinten ganz, ganz heimlich. Ja, und macht so ganz langsam, schärft er seine Krallen an unsere Couch. Damit ich es nicht höre. Jetzt habe ich ihn erwischt und jetzt guckt er mich an so. Ups. Ey. Schweinerei. Na gut, dann haben wir es ja gerade noch rechtzeitig geschafft, den Heldenpunkt zu holen, wa? Ja, das war wahrscheinlich das, wo wir, warum wir davor, nicht reinkamen? Ja. Ja, das kannst du haben. Ah, ich habe neue Fähigkeiten wieder, weil ich jetzt ein Schwert ausgerüstet habe, anstatt dem Stab. Okay. Ja, gut, dann müssen wir jetzt warten, bis der neue König bestimmt wurde. Ja, gucke. Ja. Oh Gott, jetzt habe ich Schluck auf. Aber das ist wirklich das Ding hier. Guck's dir an. Mhm. Krass. Ja gut, ich höre, wir wollten ja sowieso das Panorama jetzt machen. Ich bin wütend! Ich bin heute in WoW Level 60 geworden. Glückwunsch, Johnny. Sehr gut. Dann hast du jetzt auf jeden Fall schon mal die Hälfte geschafft. Wieso muss ich mal eigentlich da alles töten? Der war eigentlich voll der liebe Eber. Hat mich angeguckt, tja, so ganz lieb. Und hab ich ihm ja, voll die... so mit so voll den großen cooler Augen so. Oh, ich ja. Und was mache ich? Ich rübs ihm Feuer ins Gesicht. Ja. Das ist seine Lieblingsmethode. Leuten zu zeigen, dass er sie mag. Oder auch nicht. Ach, ja. So, Panorama-Time. Das müsste ja genau relativ in der Nähe sein. Ah ja, hier sind wieder die Ogre. Itins. Der bringt einfach alles durcheinander. Schweinerei. Yeah, ja stimmt. Mit 60 gibt es ja Flugtiere. Sehr gut. Aber du kannst sie leider nicht überall benutzen. Das ist ein bisschen blöd. So, die Frage ist, werden wir vom Wasser mitgerissen? Möchtest du es mal ausprobieren? Ich bin da. Ich dachte, du möchtest das gern testen für mich. Ja, können wir gleich machen. Obwohl, wir wollen ja weiter nach oben, ne? In den Norden. Okay, 3, 2, 1, go! Was heißt das? Das ist der gut erkannt schon, die LP. Mein Feuer ist heiß. Jetzt aufgepasst. Oh, der sieht aber, der sieht echt cool aus, der Wasserfall. Leute. Sehr schön. Ja. Ne, man wird vom Wasser nicht mitgerissen. Wir haben uns voll umsonst die Sorgen gemacht. Ja, aber ganz ehrlich, nochmal hochlaufen für den Scheiß? Nee. Warum nicht? Also, der kommt hier mit seinem Flugtier an. Hau doch ab. Kommen wir überhaupt wieder hoch? Schafft es der Hochbackmeister wieder hochzukommen? Genau. Natürlich schafft er das. Er ist der Hochbackmeister. Ich weiß ja nicht mal, wo du dich jetzt hochgebackt hast. Warte, ich komm zurück. Genau hier. Ach da, seh schon. Nein! ja, so. Nein! Gott! Okay. Das war ein bisschen knapp, aber es hat funktioniert. Oh, ich habe eine Kiste. Ich habe eine Kiste. Da ist Loot. Für was habe ich die denn bekommen? Ah, tägliche Panoramagenießerin von Maguma. Truhe des Helden. Not bad. Ich verdiene eine Auszeichnung. Auszeichnung. Aber ich habe keine Truhe bekommen. Warum? Das ist halt nur den Besten vorbehalten. Wahrscheinlich hat jeder eine andere tägliche Herausforderung. Keine Ahnung. Yay! E-Team-Bezwinger. So. Dann können wir eigentlich schon zum nächsten Ort reisen, ne? Ja. Dann lass uns mal Richtung Schnellreise laufen. Ja. Zero ist Dieb und eine Katze. Ja, in Skyrim, aber nicht hier.
Nee, stimmt, hier ist ein Baum. Also so ein Baumabkömmling. Ein Samen. Zero und ich sind Samen. ...1300 Schaden an der Fliege. Oh, egal. Fliegen. Was ist das denn? Ach, da... Oh, ups. Gar nicht gecheckt, dass das ein Eber ist. Und den habe ich wahrscheinlich aus Versehen angegriffen. Angeladen. Okay, dann gehen wir kurz angeladen. Jo, Events sind immer gut. Was? Hier greift mich einfach hier so ein Geschützturm an. Ja. Guck mal, da greift dich noch was an. Das hast du gar nicht gecheckt, ne? Was? Wo greift mich doch was an? Da, die Troller. Warum tut sie das? So, okay. Das ist ein fettes Nest. Jetzt hör mal auf. Was denn? Die greift mich einfach an. Dabei habe ich dir nichts getan. Tja, tja. Wie okay, ich kann vielleicht sehen. Ich wurde blind gemacht. Tja. Ob wir noch Hilfe bekommen? Wieso Hilfe? Ja, für den Boss? Meinst du, das schaffen wir zu zweit? Ja, Johnny, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei Skyrim. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Meinst du jetzt? Oh, theoretisch sind wir eigentlich schon drüber. Ja, machen wir noch den Boss. Wir haben am Anfang sehr viel gequatscht. Ja, ich weiß, wir quatschen am Anfang immer sehr viel. Tja. Aber ich finde es einfach irgendwie schön, eure Post im Stream direkt zu beantworten. Oh, wir haben Hilfe bekommen. Läuft er vorbei? Nein. Angriff! Natürlich läuft er vorbei. An uns zum Boss, damit er ihn vor uns töten kann. Tja. Das war nichts. Das war Level 80er, ne? Stimmt. Nehme mich an. Egal, Boss ist erledigt. Ja. Ging schneller als gedacht. So ein Glück habe ich im WoW neuerdings auch. Oh, verschlüsselte Befehle. Uhu, ich habe was Cooles gedroppt. Mhm. Hab ich auch. Ja, sprecht stimmt. Mit dem Offizier der glänzenden Klinge Ralan. Doppelklicken. Ach da. Oha. Oh. Okay. Das sieht irgendwie gefährlich aus, der Ort. Ist das nicht Elfenstein? Nee. Götterfels. Untere Promenade. Aber Götterfels ist die Stadt der Menschen. Also nicht so gefährlich. Nö, im Gegenteil, das ist absolut ungefährlich. So, ich logge mich jetzt auf dieser Plattform hier aus. Warum? Wo bist du? Weil ich safe bin. Bist du? Bei dir. Ach, da oben. Ich komme zu dir. Ich will auch. Auf so einen Mob anlocken, ne? Natürlich. So, ich weiß ja nicht mal, hey, wie bist du denn da? Ich komme mit meinen Fähigkeiten da nicht an. Nein, aber ich bin runtergesprungen. Bist du runtergefallen? Oh. Ja, ich habe eine Fähigkeit benutzt. So. Hallo. Guck mal, das wackelt sogar, das ist ja geil. Meinst du jetzt Regi oder mich, Johnny? Regie wahrscheinlich, ne? Was mir auch. Sie hat richtig viele Abos bekommen, ja. Ach so. Ja, das stimmt. Dabei habe ich gar nicht mehr so viel gemacht. Ja, wobei doch, ich habe ein bisschen Werbung gemacht. Ich habe mal ein bisschen die Sachen, die ich schon hatte, geteilt. Und Dankeschön. Danke, danke, danke. Das freut mich natürlich. Ach ja, ja, ich werde ein bisschen gucken, dass das Ganze so ordentlich vorangeht. Ich werde, also, das, was ich eigentlich im Urlaub auch schon versucht habe, mehr streamen. Haha. Ich sehe voll komisch aus, wie so ein, weiß nicht, so, wie so ein bärtiger Chinese, wenn ich leuchte. Ja, jetzt leuchte ich. Stimmt. Das ist lustig. Jetzt hätte er so ein
So, so ein Pflaum. Hier sieht lustig aus. So. Aber Leute, dafür, damit sind wir dann für heute mit Guild Wars 2 wieder am Ende. Es ging sehr, sehr schnell. Und ich werde das jetzt wieder mal fest in meinem Plan aufnehmen. So, wir. Au! Ich lock mich außer rein. Jetzt lässt er mich alleine mit dem Biest. Muss ich auslocken. Seht ihr das? Seht ihr das? Er lässt mich einfach alleine. Schweinerei. So. Tja. Na dann, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss.